Urlauber lassen sich immer öfter digital durch eine Stadt leiten. Apps informieren auf Smartphones und Tablets über die Städte-Highlights oder übersetzen Sprachen. Auch in Berlin nutzen viele Touristen die Reise-Apps. Ich finde es sehr praktisch. Wenn ich mich nicht auskenne, kann ich sehen, wie andere Leute das finden, die Bewertung nachlesen und auch nach dem Preis entscheiden. Dann gibt es so Apps, wo man dann einfach so Sehenswürdigkeiten nachgucken kann, die so im Umkreis sind. Das ist schon ganz praktisch so. Schnell, informativ, praktisch, immer dabei. Möchte ich nicht mehr missen. Sind Apps wirklich hilfreicher als der klassische Reiseführer? Okay. Lassen sich Sprachen damit besser übersetzen als mit einem Wörterbuch? Wir machen den Test mit zwei Berlin-Touristen. Otto erkundet die Stadt auf die digitale und Katharina auf die altbewährte Weise. Aufgabe 1, die Stadtführung. Wir starten am Alexanderplatz. Von hier aus müssen die Kandidaten eine Route zum Brandenburger Tor zusammenstellen. Mit ihren Mitteln informieren sie sich unterwegs über die Sehenswürdigkeiten. Wer am meisten erfährt und gut durch die Stadt findet, gewinnt. Otto legt los. Die App zeigt ihm auf der Karte an, wo er sich befindet und wie er von dort zum Brandenburger Tor kommt. Nun werde ich mal sehen, was mir meine App für eine Route zum Brandenburger Tor zusammenstellt. Ah, da haben wir es ja. Die App markiert die Sehenswürdigkeiten als Punkte auf der Karte. Die lassen sich anklicken und spielen hörbare Informationen ab. Das versteht man ja gar nicht. Der Lärm der Großstadt macht die Audio-App unbrauchbar. Otto kann die gesprochenen Texte nicht verstehen. Doch der Rentner hat an alles gedacht. Der Alexanderplatz, liebevoll von den Berlinern Alex genannt, ist der lauteste und beliebteste Platz der Stadt. Ja, so ist viel besser. Bestens ausgerüstet macht sich Otto auf den Weg zur ersten Etappe seiner Audiostadtführung. Das Brandenburger Tor. Route starten? Katharina stellt sich ihre Route mit Hilfe eines klassischen Reiseführers zusammen. Ihren Standort findet sie auf einer Innenstadtkarte. Der Alexanderplatz. Da das Brandenburger Tor. Und hier überall diese roten Punkte. Das finde ich sehr praktisch und sehr übersichtlich. Das sind die ganzen Sehenswürdigkeiten auf dem Weg dahin. Die Orientierung scheint einfach. Doch welche Informationen zu den Sehenswürdigkeiten liefert ihr der Reiseführer? Der ist der zweithöchste Fernsehturm Europas und wird in Berlin als Telespargel genannt. Ist 365 Meter hoch. Wow! Die Infotexte sind ähnlich aufgebaut wie in der App. Doch versinkt Katharina beim Lesen mit der Nase im Buch. Ein Nachteil gegenüber hörbaren Informationen. Die bekommt Otto dank seiner Audio-App am Berliner Dom auf die Ohren. Der Dom befindet sich auf der Museumsinsel und seine von vier Ecktürmen umgebene Kuppel steht 114 Meter hoch. Nicht nur will Otto noch mehr hören, er will auch mehr sehen und macht sich an den Aufstieg. Sein Audioguide verspricht: Besucher können die 270 Stufen des Turms ersteigen und werden dafür mit einem wunderbaren Blick auf die Stadt belohnt. Die Aussicht ist ja wirklich toll. Hat meine App nicht gelogen. Und wie findet die Touristin mit ihrem Reiseführer durch die Stadt? Schon bald verliert sie die Orientierung. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht mehr so richtig, wo ich hin muss, ob ich jetzt gerade auslaufen muss. Da vorne rechts rum oder wie? Keine Ahnung. Am besten ist, ich nehme jetzt mal, das reicht jetzt hier nicht mehr, den Stadtplan und guck da mal rein. Das bedeutet falten, blättern, umschlagen. Herrgott, ist das umständlich. Alles ohne Erfolg. Sie muss jemanden fragen. Entschuldigung, kennen Sie sich hier aus? I'm Italian. Oh, you're from Italian. Yes. Oh, I don't know anything. Touristen unter sich. Bei der Orientierung hilft das leider wenig. Otto orientiert sich mit Hilfe seiner App und findet den Weg zum Potsdamer Platz. Hier hört er sich an, wie sich der Platz verändert hat. Auf dem Potsdamer Platz wuchsen nach dem Mauerfall aus dem öden Grenzstreifen futuristisch anmutende Gebäudekomplexe in den Himmel. Ich kann an Ort und Stelle mir selber einen Eindruck verschaffen und auch gleichzeitig über Ton die Information erhalten. Das finde ich toll.
Ein paar Meter weiter betrachtet Otto nicht nur die Architektur der Berliner Philharmonie, auch kann er hier den Klängen im Konzertsaal lauschen. Ganz ohne Eintrittskarte und Abendgarderobe. Das ist nur digital und mit Kopfhörer möglich. Katharina findet schließlich doch noch zum Brandenburger Tor. Ihr Fazit zur Stadtführung mit klassischem Reiseführer? Also der Reiseführer hat mich ganz gut informiert, was hier so in der Stadt passiert. Aber auf dem Weg hierhin muss ich gestehen, also bin ich doch mehr daran interessiert, wie das Leben in der Stadt so ist. Und ich will nicht ständig hier in das Buch gucken und lesen, sondern mich lieber umgucken, mit den Leuten reden und habe auch hierhin gefunden. Und Otto? Der kommt zwar später am Ziel an, doch verlaufen hat er sich nicht, dank seiner App-Karte. Die ist auch offline verfügbar. So fallen im Ausland keine teuren Roaming-Gebühren an. Ottos Urteil zur Stadtführung? Nichts vom Großstadtlärm mitbekommen, jede Menge Informationen und alles selber in Ruhe noch betrachten können. Zeit für Aufgabe 2. Wer verständigt sich besser in einer fremden Sprache? Katharina mit Wörterbuch oder Otto mit seiner Übersetzungs-App? Where do we come from? South Korea. Wie gut übersetzt die App zum Beispiel Koreanisch? Wie gefällt Ihnen das Wetter in Deutschland? Die Koreanerin kann die Übersetzung der Frage nicht hören. Die Umgebungsgeräusche sind zu laut. Also Kopfhörer auf und nochmal. Wie gefällt Ihnen das Wetter in Deutschland? 당신은 정확히 독일의 날씨는 어떻게 마음에 드십니까? 매우 춥고 구름이 많이 껴 있습니다. Gibt eine Menge von sehr kalten Wolken. Es gibt eine Menge, ja, kalter Wolken. Ja, super, wunderbar, das hat ja erst reingepasst. Das ist ja schön, ja. Katharina versucht mit ihrem Wörterbuch Konversation auf Japanisch. No German. Nur Japanese. Okay. Oh yes, das heißt also auf Deutsch, darf ich fotografieren? Please, once more in your language, please. 사진 찍어 주셔도 됩니까? Mal ehrlich, die Touristen lesen die Sätze in ihrer Sprache nur vor. Mit Übersetzen hat das wenig zu tun. Mal sehen, ob Ottos App auch Italienisch übersetzen kann. Was finden Sie an Berlin gut? Che cosa ti piace di Berlino? Mi piace la porta di Brandeburgo. Ich mag das Brandenburger Tor. Mille grazie. Prego. Das ist ja wunderbar, das klappt ja. Auch Katharina will sich mit einem Italiener unterhalten und schlägt dafür im Wörterbuch das Kapitel Smalltalk auf. Where are you from? What's in Italian? Di dove sei? Di dove sei tu? Di dove sei tu? Roma. Roma, Italia. Katharina schlägt sich durch. Fazit unseres Reiseduells? Mit ihrem Wörterbuch konnte sie sich zwar irgendwie verständlich machen, doch richtig übersetzt hat Katharina dabei nicht. Mit Hilfe von Ottos Dolmetscher-App war zumindest einfacher Smalltalk möglich. Und wer hat das Rennen bei der Stadtführung gemacht? Katharina hat sich verlaufen und unterwegs auf Informationen verzichtet. Mit seiner Audio-App konnte Otto Sightseeing mit Augen und Ohren machen. Das ist nur digital und mit einem guten Kopfhörer möglich.